Sehr geehrter Herr Klimastadtrat, lieber Jürgen Czernohorski, die Klimakrise ist das drängendste Problem unserer Zeit und die Wissenschaft warnt unisono. Sofortiges Handeln ist die einzige Chance, um unseren Kindern und Enkelkindern eine intakte Ökosphäre zu hinterlassen. Die größten und schnellsten Emissionsreduktionen könnten im Verkehrssektor erzielt werden. Ein Klimastadtrat müsste also per Definition der Vorkämpfer für eine Verkehrswende sein. Er müsste leidenschaftlich für die Neuverteilung des öffentlichen Raumes zugunsten klimafreundlicher Mobilität werben. Ein Klimastadtrat darf sich 2021 nicht für neue Straßenbauprojekte einsetzen, die enorme Flächen versiegeln und ein Mobilitätskonzept auf Jahrzehnte einbetonieren. Und wenn er es doch tut, dann wäre seine Berufsbezeichnung besser Klimawandel-Anpassungsstadtrat. Weil mehr ist nicht drinnen mit Sprühnebelduschen und Fassadenbegrünung. In einer Diskussionssendung haben Sie, lieber Klimastadtrat, neulich ein Plädoyer mit heißem Herzen, als Zitat, für einen Bottom-up-Ansatz in der Klimapolitik gehalten. Klimapolitik, so wie jede Pflanze, ist etwas zu sehen, das von unten nach oben wächst. Sie wollen die Wienerinnen und Wiener mitnehmen und ermächtigen, ein gutes, klimafreundliches Leben zu führen. Aus meiner Sicht ist die Initiative Cabrio Beet genauso eine Pionierpflanze. Ein Cabrio ist der derzeit einfachste und unbürokratischste Weg, ein Hochbeet im öffentlichen Raum zu betreiben. Deswegen steht auf unserer Flagge der Satz: Wien, du bist ein Parkplatz. Wir wollen Menschen ermutigen, mehr Platz für ein klimafreundliches Leben in der Stadt einzufordern. Wir wollen zeigen, dass der öffentliche Raum so viel mehr sein könnte als nur lebloser Stellplatz für den motorisierten Individualverkehr, den Ihre Partei ohnehin bis 2030 um die Hälfte reduzieren möchte. Leider wurde unser Antrag für 2 Hochbeete in der Parkspur von der zuständigen Magistratsbehörde mit der Begründung abgelehnt, es wäre sonst mit einer Vielzahl an Folgeanträgen zu rechnen. Moment mal, also hier mit einer sozialverträglichen, klimafreundlichen Idee amtlich attestiert, dass sie eine Breitenwirkung haben könnte. Und deswegen, weil viele Bürgerinnen und Bürger das Hochbeet in der Parkspur einem Auto vorziehen würden, wird es nicht genehmigt. In der anfangs erwähnten Diskussionssendung haben Sie wörtlich gesagt, Fläche umverteilen, Fläche neu verteilen ist ganz sicher der zentrale Weg. Fläche neu verteilen, Fläche umverteilen, Fläche anders zu nutzen ist ganz sicher der zentrale Weg dazu. Also das stimmt. Wir würden uns wünschen, wenn Sie diese Haltung nicht nur artikulieren, sondern auch gegenüber der Verkehrsstadträtin einmahnen. Die verkauft nämlich das flächendeckende Parkpickerl um 10 Euro im Monat als einen Erfolg für den Klimaschutz. Wir sind der Meinung, das ist viel zu billig. Viel zu billig für die Privatisierung von 10 Quadratmeter öffentlichen Raumes. Liebe SPÖ, öffnet die Parkspuren. Öffnet die Parkspuren, das Zeitalter des motorisierten Individualverkehrs ist längst vorbei. Schickt eure Betonierfraktion in den wohlverdienten Ruhestand und hört, was eure junge Generation zu sagen hat. What do we want? When do we want it?